Ochsen bis aufs Blut gequält. Ein Film, wo ich es mir ersparen kann, euch eine Inhaltsangabe zu bieten, weil die komplette Inhaltsangabe des Films mehr oder weniger im Titel schon enthalten ist. Das Interessante, was Mark of the Devil, aka Hexen bis aufs Blut gequält, auszeichnet, ist einerseits sein großartiger Cast mit Herbert Fuchs, Herbert Lom, Udo Kier und Reggie Nalder, vor allem auf letzten werde ich noch einmal zurückkommen, und seine Marketingkampagne teilweise, dass Leute, die sich den Film damals, als er rauskam, 1970 im Kino anschauten, den Saal nur mit einer Kotztüte in der Hand betreten durften. Etwas, was ich auch teilweise sehr gerne hätte, aber vor allem dann bei Filmen wie Alvin und die Chipmunks. Aber um eines zu sagen, Hexen bis aufs Blut gequält wird meiner Meinung nach auf jeden Fall von Reginaldas Performance dominiert. Er ist mehr oder weniger in dem Film das ultimativ Böse. Er erklärt seine Motive nicht, er erklärt nicht, warum er was tut, er tut's einfach, weil er's kann. Er ist unberechenbar, er ist autoritär und er kann foltern, quälen, Leuten das Widerwärtigste antun, ohne mit der Wimper zu zucken. Ein richtig unsympathischer, grauslicher Kerl und von Nalder wirklich grandios gespielt. Und damit komme, das ist für mich meiner Meinung nach schon das Stichwort für den Film, grandios gespielt, weil für einen Film namens Hexen bis aufs Blut gequält, in dem es mehr oder weniger 1,5 Stunden darum geht, dass Hexen bis aufs Blut gequält werden, ist großartige schauspielerische Leistung ehrlich gesagt nicht das Erste, was ich erwarten würde, aber der Film schafft es trotzdem, beim Zuschauer einen echt bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und das eigentlich nicht einmal durch seine schockierenden und widerwärtigen Szenen, obwohl er auch davon wirklich genug zu bieten hat. Aber es sind vor allem die Performances von den genannten Hauptdarstellern, vor allem eben von Nalder und auch von Udo Kier, der noch ganz jung in dem Film ist, aber ein wirklich ausdrucksstarkes Mimenspiel prägt und dann gegen Ende des Films sich sogar gegen seine Vorgesetzten auflehnt, was vielleicht keine ganz so gute Idee war. Aber der Film, wenn ich jetzt sage dokumentiert, dann ist dieser Begriff auf dem losest nur irgendwie möglichen, die möglichste Art und Weise zu verstehen. Weil es geht in dem Film prinzipiell um die Hexenjagd, um diesen Hexenmythos, Hexenverbrennungen, die damals unter der Autorität der Kirche durchgeführt wurden. Und wir sehen, wie bei einem, wie von einer Texttafel am Anfang des Films erklärt, glaube ich, drei besondere Beispiele, in denen eigentlich mehr oder weniger die Machthaber ihre Macht auf die widerlichste Art und Weise immer nur ausnutzen, um Leute, die sich respektlos ihnen gegenüber verhalten haben oder sich sonst irgendetwas Nichtiges zu Schulden kommen haben lassen, zu denunzieren und im Endeffekt zu ermorden. Aber was den Film wirklich auszeichnet für sein Produktionsjahr 1970, ist die extreme Art, auf die diese Folterungen dargestellt werden. Zugegeben, der Film hat keine derart blutigen Details wie heutige Folterstreifen à la Saw und sonst was und hält quasi bei den entsprechenden Szenen auch nicht so lange drauf. Allerdings schafft es der Film eben durch seine guten Schauspieler und vor allem dadurch, dass die Charaktere zwischendurch so hervorragend aufgebaut werden, dass der Zuschauer diese Szenen noch wesentlich schlimmer empfindet, als sie eigentlich dargestellt werden. Im Gegenteil, die Szenen, die Hexen bis aufs Blut gequält zeigt, wirken meiner Meinung nach immer noch stärker als ein Großteil des aktuellen Horrorkinos. Alleine wegen der guten Charakterzeichnung des Drehbuchs. Weil wir wirklich den Film hindurch mehr oder weniger immer mitbekommen, die Täterseite, die Opferseite, die Motivationen und weil wir vor allem die Verzweiflung der Gebrandmarkten so
effektiv mitbekommen, weil sie quasi von der ersten Sekunde eines Anklagespruchs aus wissen, dass sie keine Chance haben. Und wenn den Charakteren dann so großartige Möglichkeiten offenbart werden wie wir foltern dich jetzt so lange, bis du zugibst, dass du das Baby des Teufels in dir trägst, und wenn du das zugegeben hast, dann kommst du auf den Scheiterhaufen. Zugegeben, keine wahnsinnig rosige Zukunft, die dieser Frau da in Aussicht steht, und vor allem eine wirklich schwere Entscheidung, was soll sie tun? Und gerade weil aber auch die Machthaber und die Folterknechte derart gut gezeichnet sind von dem Film, baut das im Zuschauer dann langsam aber sicher so einen wirklichen Groll auf, aber man bekommt auch wiederum mit, weil man sich das natürlich immer wieder fragt, wenn man durch die Geschichte geht und sich dann die Geschichte der Hexenverbrennung und so weiter aus irgendwelchen Büchern durchliest, und man fragt sich immer, wieso hat sich da eigentlich damals keiner gewehrt? Ich meine, waren die Leute wirklich so, dass sie das alles einfach geglaubt haben? Aber so wie der Film das porträtiert, hat jemand, der sich gegen das System aufgelehnt hat, mehr oder weniger sowieso keine Chance gehabt. Und gerade diese Macht der einen und Machtlosigkeit der anderen ist es, finde ich, was die Story des Films zu einem großen Teil auszeichnet. Die wirklich, wirklich brutalen Szenen des Films können zwar zu einem gewissen Grad immer als selbstzweckhaft und übertrieben dargestellt werden, vor allem damals, wie der Film auf den Markt gekommen ist, weil es was Vergleichbares damals eigentlich kaum gegeben hat, aber eben durch die gute Entwicklung der Geschichte hält das auch heute noch an. Und den Rest des Reviews möchte ich zu einem gewissen Grad noch der neu veröffentlichten deutschen Blu-ray des Films widmen, weil Turbine in Zusammenarbeit mit NSM neben The Texas Chainsaw Massacre und The Last House on the Left mit Mark of the Devil quasi den dritten 131er, ich weiß, mittlerweile ist TCM keiner mehr, als DVD und Blu-ray und Bonusmaterial-Combo im 3-Disc-Digipack veröffentlicht hat. Und ein kurzes Wort zur Bildqualität der Blu-ray-Umsetzung. Wow. Ich glaube, mehr ist in dem Fall nicht zu sagen, aber ich muss zugeben, ich hatte mir nicht wahnsinnig viel erwartet von dem Bild, und der Anfang des Films sieht auch nicht wahnsinnig gut aus, wobei zu einem gewissen Grad das möglicherweise auf Stilmittel zurückzuführen ist. Aber was aus dem Bild dieser Blu-ray herausgeholt wurde, ist absolut fantastisch. Die Schärfe ist großartig, das Bild ist detailreich, die Farben wirken kräftig, frisch und natürlich. Das Filmgrain macht einen natürlichen, nie übertriebenen, nie störenden Eindruck. Und alles in allem kann ich sagen, dass ich wahnsinnig überrascht bin, wie gut dieser Film für sein High-Definition-Debüt aufbereitet wurde. Und meiner Meinung nach ist Mark of the Devil auch ein Film, der zu einem gewissen Grad davon profitiert, dass der Look derart realistisch ist, weil die Kostüme, die Sets des Films, nichts macht einen billigen Eindruck. Der Film wirkt eigentlich immer wie eine relativ gute, teure zu einem gewissen Grad Produktion mit wirklich guten Darstellern. Ich sehe gerade das dezidierte Budget des Films nicht, aber ich nehme nicht an, dass es so wahnsinnig hoch gewesen ist, weil wir nicht wahnsinnig viele verschiedene Schauplätze haben und weil zahlreiche Schauplätze und so weiter immer wiederkehren. Im Endeffekt muss ich loswerden, dass Hexen bis aufs Blut gequält seinem Titel wirklich in nichts nachsteht. Der Film zeigt über seine Laufzeit von über 90 Minuten lange, ausgedehnte, brutale, wirklich widerliche Szenen, die dem Zuschauer noch lange in Erinnerung bleiben, schafft es aber gleichzeitig durch eine hervorragende Charakterzeichnung sowohl der Opfer als auch der Täter, dass dieses Machtgefälle, dass diese damalige Vollmachtstellung der Exekutive noch widerwärtiger wirkt, dass die Hilflosigkeit der Leute, die Machtlosigkeit noch
stärker in den Vordergrund tritt und macht den Zuschauer dadurch eigentlich immer wieder relativ wütend, wenn er das mit ansehen muss, was einem der Film zeigt. Dadurch hat Hexen bis aufs Blut gequält, obwohl der Film mittlerweile über 40 Jahre alt ist, immer noch eine große Wirkung und übertrifft aktuelle Torture-Porn-Streifen um so einiges. Und das, obwohl die grafische Gewaltdarstellung hier zwar für die Entstehung des Films, für die frühen 70er Jahre extrem war, aber heutzutage eigentlich von dem her kaum mehr einen Stand hat. Trotzdem ein, blöd gesagt, Meilenstein des Folterkinos, einer der einflussreichsten, brutalsten und spannendsten Filme des damaligen Horrorgenres und auch heute wirklich noch eine Empfehlung wert.